Lücken zwischen den Steinen geben den Blick in auf einen Hohlraum frei, der voller Vogelnester ist. Blazing Cart, what am I supposed to do now? Okay, Herla treibt sich hier rum. Oh, ich habe Tomak vergessen. Certainly. Und hier liegt noch was zum Plündern. So, okay. Also hier in den Sumpf scheine ich nur von unten zu kommen und das ist der einzige Weg, der gerade weiterführt. Gucken wir aber erstmal, was Herla zu sagen hat. Verflucht soll er sein, dieser. Sie wendet sich zu dir und springt vor Überraschung auf. Verflucht, wo kommst du denn her? Ich habe seit mindestens einem Tag keine andere Seele mehr auf der Straße gesehen. Brauchst du Hilfe? Ist das zu glauben, ein hilfreicher Geist wie in den Fabeln? Vielen Dank, aber ich komme schon zurecht. Ich brauche nur eins, dass Benno verflucht noch eins wieder zurückgestampft kommt. Wir sind ohnehin schon viel zu spät dran, auch ohne seine idiotischen Trotzanfälle. Wohin wollt ihr? Wir sind auf dem Weg nach Stalwart. Naja, wir waren es. Was ist mit Benno passiert? Was ist nicht passiert? Er ist schon an guten Tagen eine gehässige kleine Krabbe, aber hier draußen ist er absolut unerträglich. Er ist wütend geworden, als der Karren umgefallen ist und ist beleidigt abgehauen. Jetzt sitzt sie hier fest, bis er sich beruhigt hat. Ein kleiner Ratschlag. Wenn du jemals ins Handelsgeschäft einsteigst, sieh zu, dass es in der Familie bleibt. Ich könnte versuchen, ihn zu finden. Das wäre großartig. Wenn du diesen sturen Esel zurückholst, dann lege ich etwas Geld für dich beiseite. Versumpft. Okay. Oh, ist auch nur eine Aufgabe. Ein Händlerpaar wurde getrennt, nachdem ihr Kahn im Sumpf stecken geblieben ist. Ihre Reise nach Stalwart muss warten, bis die beiden wieder vereint sind. Herla wartet auf ihren Partner Benno, damit sie ihren Weitertransport nach Stalwart fortsetzen können. Offenbar ist er beleidigt in den Sumpf gerannt. Sie will wissen, dass ich ihn finde. Also ja, sie will es nicht. Ich habe es ihr angeboten. Ja! Rave aus die Lost, ihr Lieben. Let's end this! Gut, das waren wieder Sumpfledermäuse. Absolutely. Die Gaswolken aus diesen Lüftungsschächten kommen, riechen stark beißend. Wahrscheinlich ist das Schwefel. Oder Vespingas. Hey, you! I need help! Das wird wohl Benno sein. Er ist in einem Feenkreis oder sowas gefangen. Yes? Dieser Mann ist halb verborgen von dem Chaos aus Lichtern und Siegeln, das aus dem Schlamm um ihn herumragt. Er hebt einen Arm und seine Augen, um seine Augen zu schützen, und blinzelt zu dir auf. Gehörst du zu denen? Du siehst dich aus wie ein verrückter Sumpfkultanhänger. Bist du Benno? Was? Ja, bin ich. Woher? Moment, schickt Herla dich. Ha, ich wusste, dass sie nicht völlig nutzlos ist. Wie freundlich. Bitte hilf mir, ich sitze seit Ewigkeiten hier fest. Das Ding ist eine Art Wand oder sowas. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber es muss irgendein Zauber sein oder nicht. Ich verstehe nichts von Zauberei. Zum Demonstration presse die Handfläche gegen die offenbar undurchdringliche Luft. Zuerst will ich dich was fragen. Was willst du wissen? Ich bin gefangen. Ich muss dir sozusagen gebannt zuhören. Haha. Spürst du irgendwelche seltsamen Auswirkungen? Nein, naja, dieses Flüstern vielleicht. Ich dachte, das wäre nur wieder so Zaubertypen. Mehr Fragen habe ich nicht. Gut, klasse. Kannst du mir jetzt raushelfen? Ich sehe mich mal um. Wunderbar, vielen Dank. Du wirst es nicht bereuen. I'm here. Also ja, das ist ein Pilzkreis, in dem er gebannt wurde.
Und ich kann nicht rein in den Kreis. Okay. Ritueller Kreis. Versinkende Ruinen. Yes. Gucken wir mal, was wir weiter die Straße finden. Also Sumpfkultisten sind hier jedenfalls. Silent. Interesting. Ein bisschen Zeug. Sumpfkult-Akolytin und Lehrling. Sumpfkult-Meuchelmörderin. Irgendwie mag ich die Blitzeinschläge. Ich hab bloß immer noch keine Ahnung, von wo die kommen. Ich vermute die ganze Zeit, dass es Sagadis Bogen ist, aber scheinbar ja doch nicht so ganz. I'll see what I can find. Gehen wir erstmal hier unten lang, weil hier sieht's so aus, als ob nur noch mehr Sumpfkultisten unterwegs wären. Das ging schnell. I'll see what I can find. Irgendwelche versumpften Brücken und Anlieger oder was das auch immer darstellt. Noch mehr Sumpfkultisten. Quicksave wäre auch mal wieder nicht schlecht. Fällt mir gerade so ein. Ich werde das nämlich nicht alles nochmal machen. Jede Menge Sumpfkultisten hier. Okay. Breathe. Okay, sie haben die Tomaten gehauen mal wieder. Yes. Oh, und Mumm hat die nächste Stufe erreicht. Töte 20 Feinde mit weniger als 20 Ausdauer oder töte 100 Feinde. Okay. At once. Ach so, da kann man nicht. Das ist eine Treppe. Also wir gehen jetzt erstmal hier lang gucken. Also die Treppe hoch.
Laying low. Interesting. Oh, eine Falle. Mag ist wieder da drüben zurückgeblieben. I'm here. Craved out the lost. Hier geht's hoch. Diese sinkenden Mauern sind zum Schmutz und sind mit Schmutz und Pflanzen überzogen. Der Zahn der Zeit hat die Steine auseinandergestemmt. Dicke Ranken winden sich um den unteren Teil der Mauer mit Dornen besetzt. Es gibt aber ein Stück genau hier, wo die Ranken weniger dicht wuchern. Einige der Ranken weghacken. Du beginnst die schlimmsten Ranken vom obersten Teil der Mauer zu entfernen. Das vergrößert zwar den grünen Stachelteppich, der unten auf dich wartet, aber dafür ist der Weg hinab leichter zu bewältigen. Du gelangst ohne Zwischenfälle nach unten. Du findest dich vor einer großen runden Kammer wieder, die mit Wasser überflutet ist. Ja, da ist ein... Oh. Gegner. Ein heulender Schatten. That's not very helpful. Gut. Die Ziegel um die Gitterstäbe herum sind im Laufe der Runde weggebröckelt und es sind recht große Lücken entstanden. Auf der anderen Seite geht es recht tief hinab, aber das Gebiet am Boden scheint frei von Hindernissen zu sein. Nicht hindurchzwängen. Du ziehst dich auf die Kante hinauf, die Steine unter deinen Füßen wackeln, halten gerade ebenso. Du zwängst dich durch die Stäbe ins Freie. Absolut. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Dann gehen wir als nächstes nach Norden. Also so haben wir das gemacht. Gehen wir jetzt nach Norden in diesen Bereich. Wobei ich ja sagen muss, dass es mal wieder Zeit ist, einen Cut zu machen. Hallo. Hallo. Lava. Töten wir noch mal das Ding hier. Oh, hier geht gerade echt die Sau raus. Lava. Lava. Warum auch immer der Hirsch auf mich sauer war? Okay. Jetzt würde ich aber sagen, bevor wir weitergehen,
Ist es an der Zeit zu speichern? Das ist jetzt 48. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.